Wir haben hier die Short Ribs oder auch die Beef Ribs genannt. Gleich beim ersten Hingucken sieht man schon eine super schöne Fleischauflage auf dem Knochen. Perfekt geeignet für die 3-2-1 Methode im Dutch Ofen oder im Smoker, wo man als Smokerfreund richtig Spaß dran entwickeln kann, das saftig hinzukriegen, und dass dieser deutsche Suppenfleischgeschmack so ein bisschen rauskommt und das Ganze schön saftig und wirklich als Barbecue zu interpretieren hinbekommt. Bei den Short Ribs gibt es meiner Ansicht nach einen dicken Fehler, den man machen kann. Wir schneiden die nur aus dem Vorderviertel, aus dem vorderen Stück des Rindes und nicht aus dem Stück, wo wirklich der Rippenkasten ist, weil da die Fleischanlage einfach höher ist, in dem vorderen Viertel einfach auch mehr intramuskuläres Fett ist, was man schön saftig haben kann. Und dann muss man halt darauf verzichten, dass man nicht 12 Rippen kriegt, sondern nur 3, hat aber dieses schöne Ergebnis.